Die Weltpremiere des Musicals Wallace im Duisburger Theater am Marientor wird offenbar nicht wie geplant am 14. November stattfinden. Auf der Webseite des Theaters wird die erste Vorstellung stattdessen ohne nähere Erläuterung nun für Mittwoch, 18. Dezember angekündigt. Letzten Donnerstag wurde bekannt, dass die Produktion in eine finanzielle Schieflage geraten sei und die Verschiebung der Uraufführung darum möglich ist. Die Falschmeldung vom September, in der das Aus für das Musical verbreitet wurde, habe Investoren verunsichert, sagte ein Theatersprecher. Es würden Gespräche laufen, um die finanzielle Lücke zu schließen, hieß es am Donnerstag. Eine Verschiebung bedeute nicht das Aus für das Musical, bekräftigt das Theater am Marientor. Die Uerdinger Rheinbrücke ist schwer beschädigt und soll bis Ende 2020 erneuert werden. Doch weil ein möglicher Ausbau der B288 zu einer Autobahn im Raum steht, gibt es bei den Sanierungsarbeiten der Rheinbrücke einige Unwägbarkeiten. Wie umfassend die Rheinbrücke saniert werde, würde auch davon abhängen, welche Lösung die Bundesplaner für den Rheinübergang finden, um diesen vierspurig zu machen. Sollte die bestehende Brücke als tauglich für das Autobahnkonzept erachtet werden, müsste Straßen-NRW dafür sorgen, dass die Brücke umfassend saniert wird. Andererseits ist auch ein Brückenneubau im Gespräch. Das würde einige Sanierungsarbeiten aber überflüssig machen. Seit mehr als einem Monat ist die Rheinbrücke der Bundesstraße 288 zwischen Krefeld-Uerdingen und Duisburg-Mündelheim nun bereits für den Lkw-Verkehr gesperrt. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen ist bis Mitte 2020 zu erwarten. Von ihr hängt ab, wie umfassend die Rheinbrücke saniert wird und damit ebenso, welche Gesamtkosten entstehen könnten. In Duisburg könnten pro Jahr rund 49 Millionen Einwegflaschen allein bei Mineralwasser und Erfrischungsgetränken eingespart werden, wenn Hersteller und Handel konsequent die gesetzliche Mehrwegquote einhielten. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten hin. Die NGG Nordrhein geht bei der Berechnung von einem statistischen Pro-Kopf-Verbrauch von jährlich rund 148 Litern Mineralwasser und 160 Litern Erfrischungsgetränken aus. Hier lag der Anteil wiederbefüllbarer Mehrwegflaschen nach Angaben des Umweltbundesamts zuletzt bei lediglich 33%. Gesetzlich vorgeschrieben ist seit diesem Jahr jedoch eine Mehrwegquote von 70%. Die NGG ruft die Getränkehersteller und den Handel dazu auf, den Einwegtrend auf Kosten von Umwelt und Jobs zu beenden. Hersteller, die Mehrwegquote von 70% nicht einhalten, müssen bislang mit keinerlei Sanktionen rechnen, kritisiert die NGG. Im Fall der Bombenattrappe im Duisburger Einkaufszentrum Forum ist der zweite Verdächtige mittlerweile in Duisburg angekommen. Der Mann war nach dem Vorfall nach Holland geflüchtet. Dort hat der 31-Jährige seitdem in U-Haft gesessen. Ob er überhaupt etwas mit der Bombenattrappe zu tun hat, ist weiterhin unklar. Ein anderer Verdächtiger hat die Tat bereits gestanden. Der Prozess gegen den Mann aus Förde startet im November. Am Donnerstagabend, den 24. Oktober, sind Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes zu einer Sporthalle auf der Karpstraße ausgerückt. Ein Unbekannter hatte die verglaste Eingangstüre der Halle eingeschlagen und auf dem Boden ein Feuer gezündet. Jemand hatte, bevor Feuerwehr und Polizei eintrafen, einen circa 10 Jahre alten Jungen gesehen, der mit seinem Mountainbike den Tatort verließ. Er war mit einem weißen Langarmshirt bekleidet und hatte dunkle Haare. Brandermittler haben die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung aufgenommen und bitten um telefonische Hinweise auf den Tatverdächtigen. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Duisburg-Röttgersbach einen Fiat in Brand gesetzt. Laut Polizei wählten zwei Jugendliche in der Nacht den Notruf. Sie hatten auf dem Parkplatz des Postsportvereins Siegfried Hamborn den grauen Fiat entdeckt. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten das Feuer, das sich bereits auf den Motorraum ausgebreitet hatte. An dem Wagen entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Unbekannten auf dem Parkplatz gegenüber des Revierparks Mattlerbusch beobachtet haben.
An der Universität Duisburg-Essen entsteht ein deutschlandweit einmaliges Terahertz-Integrationszentrum. Um in neue Produktionsanlagen und Geräte am Campus Duisburg investieren zu können, erhält die Uni über 6,5 Millionen Euro aus Landes- und EU-Mitteln. Terahertz-Technik kann viel mehr als hunderte von Gigabit pro Sekunde zu übertragen. Sie ermöglicht, die Position von Objekten hochgenau zu bestimmen und gleichzeitig ihre chemische Zusammensetzung zu analysieren. In der Medizintechnik könnte die für den Menschen ungefährliche Terahertz-Strahlung etwa bei der Untersuchung von Hautkrebs helfen. Allerdings können solche neuen Systeme bislang noch nicht im Industriemaßstab kostengünstig hergestellt werden. Das neue Terahertz-Integrationszentrum soll dazu beitragen, das zu ändern. Nach einem durchwachsenen Start in die neue Woche zeigt sich die Sonne in Duisburg in den kommenden Tagen wieder öfter. Am Dienstag versperren kaum Wolken den Himmel und die Sonne hat meist freie Bahn. Es bleibt kühl bei Höchstwerten von 11 Grad. Der Mittwoch wird sogar noch sonniger. Der Himmel bleibt blau und wolkenlos. Dazu gibt es Temperaturen von maximal 10 Grad. Ein ganz ähnliches Bild am Donnerstag. Es wird sonnig und heiter. Erst gegen Abend ziehen dickere Wolken auf. Das Thermometer schafft es auf bis zu 10 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Vorsicht, liebe Autofahrer, die Duisburger Ordnungshüter sind morgen wieder unterwegs und kontrollieren die Geschwindigkeit. Geblitzt wird unter anderem auf der Homberger Straße in Ruhrort und auf der Bürgerstraße in Neudorf-Nord. Und Baustellen behindern vielerorts den fließenden Verkehr. In Althamborn ist die Straßenführung auf der Sieglinden- und auf der Viktoriastraße gestört. Grund dafür ist ein Kanalneubau. In beiden Straßen gibt es abschnittsweise Vollsperrungen. Die Arbeiten sind voraussichtlich erst im März 2020 abgeschlossen. Und in Obermeiderich laufen Straßenbauarbeiten auf der Emmericher Straße. Ein Einfahren von der Kopmannstraße auf die Emmericher Straße ist während der Arbeiten nicht möglich. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 4. November abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine gute Fahrt und einen schönen Start in die neue Woche.